Es ist Donnerstag, der 24. August 2014. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Guten Abend. Heute geht es um TTIP oder auch Transatlantische Union genannt. Ich darf live in unserer Sendung begrüßen Herrn Werner Rügemer. Ja, hallo. Guten Abend, Herr Rügemer. Ja, Sie sind bekannt vom wissenschaftlichen Beirat von ATTAC und auch als Publizist und haben auch schon einige Artikel zu TTIP veröffentlicht. Da gibt es ja das geleakte Verhandlungsmandat zu diesem Freihandelsabkommen von der EU-Kommission auf Deutsch und Englisch. Wie bewerten Sie das Verhandlungsmandat? Ja, also ich würde das Verhandlungsmandat zunächst mal von daher kritisieren, dass ja alleine die Europäische Kommission damit beauftragt ist, dieses Mandat wahrzunehmen. Das heißt, die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten werden überhaupt nicht beteiligt. Aber die wesentliche Kritik richtet sich darauf, dass die Europäische Union überhaupt mit den Vereinigten Staaten von Amerika ein solches Abkommen machen möchte. Denn die USA sind erstens einmal in einem denkbar schlechten wirtschaftlichen Zustand. In keinem anderen entwickelten Staat geht die Deindustrialisierung und die Verarmung der Bevölkerung, auch bis hinein die Mittelklasse, so schnell vor sich wie in den USA. Und zum Zweiten verhandeln ja die Vereinigten Staaten gleichzeitig noch mit 10 pazifischen Staaten dieses pazifische Abkommen, was gleichzeitig eben verhandelt wird, und noch mit einzelnen Staaten. Also vielleicht, um das mal zu vereinfachen, zu konkretisieren, am Beispiel Ukraine können wir sehen, dass die USA die Versuche der Europäischen Union, dort zumindest nach europäischen Vorstellungen eine wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen, von den Amerikanern ja einfach weggewischt wird. Sie spielen dort ihre militärischen Interessen aus, um Russland einzukreisen, und nehmen dafür auch erhebliche Schäden für Tausende von deutschen und europäischen Unternehmen in Kauf, die in der Ukraine und in Russland bisher produziert und gewirtschaftet haben. Also, ne, die einfache Aussage ist die, wer heute mit dem übermächtigen Partner USA verhandelt, der hat von vornherein schon verloren. Hm. Ja, und vor allem, wenn die mitgliedstaatlichen Regierungen es ja selber nicht in der Hand haben, selber gar nicht die Verhandlungen führen können, sondern hinterher nur noch vor die Wahl gestellt werden, dem zuzustimmen. Ja klar, also die Souveränität etwa der Bundesrepublik Deutschland oder aller anderen EU-Mitgliedstaaten ist hier wesentlich beschnitten oder überhaupt beschnitten. Sie haben bei den Verhandlungen nichts zu sagen. Sie werden auch zumindest nicht rechtlich gesehen informiert, und sie dürfen, wie das Europäische Parlament auch, das Endergebnis entweder vollständig abnicken oder eben ablehnen. Hm. Jetzt ist in dem Verhandlungsmandat ja an mehreren Stellen eine Textziffer 1 und Textziffer 6 soll das Verhandlungsmandat ist vorgesehen, dass das Freihandelsabkommen Bezug nehmen soll auf die Werte der EU, wie man sie auch in Artikel 2 EU-Vertrag findet, also Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Ich meine, wenn der Vertrag darauf Bezug nimmt, dann ist das ja auch wichtig für dessen Auslegung. Wie beruhigend ist das?
Das ist überhaupt nicht beruhigend, denn in der Europäischen Union werden ja diese Werte, die in der EU-Menschenrechtscharta, in der EU-Sozialcharta oder in den Menschenrechten UNO und so weiter niedergelegt sind oder etwa auch was Arbeitsrechte angeht, in den Normen der Internationalen Arbeitsorganisation, die werden ja von der Europäischen Union überhaupt selbst nicht eingehalten. Und nach und seit der Finanzkrise immer weniger eingehalten, was ja auch noch dadurch unterstützt wird, dass völlig ohne Beschluss irgendeiner nationalen Regierung oder des Europäischen Parlaments die Kommission auch noch den Internationalen Währungsfonds als Mitexekutor hinzugezogen hat oder weiter hinzuzieht, wenn es um die Austeritätspolitik in den europäischen Krisenländern geht. Also dort werden Tarifvereinbarungen, Tarifverträge außer Kraft gesetzt und dort werden Menschen etwa durch die Abschaffung von Kliniken in einen Zustand versetzt, der also allen Menschenrechten hinsichtlich der Versorgung mit medizinischen Möglichkeiten widerspricht. Also die Beschwörungen europäischer Werte sind so beliebig und so diffus geworden, dass mich überhaupt nicht beruhigen kann. Das heißt, da müssten schon im Ver in dem Vertrag konkrete Vorschriften sein, die das auch umsetzen. Ja, also wir haben ja ein Beispiel, aus dem man viel lernen kann, weil das schon 20 Jahre läuft. Das ist dieser NAFTA, dieses NAFTA-Freihandelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada. Da haben wir ja schon 20 Jahre Erfahrungen und da können wir sehen, wie ein solches Freihandelsabkommen funktioniert, weil ja dieses NAFTA auch das Vorbild für das jetzige TTIP abgibt mit den Schiedsgerichten, die dort schon eingerichtet worden sind und ja auch vielfach von Unternehmen genutzt wurden in den 20 Jahren. Aber da gebe ich mal das Beispiel, dass in der Präambel zu einem extra Kapitel zu den Arbeitsrechten steht, die beteiligten drei Staaten orientieren sich an den Menschenrechtsnormen bezüglich der Arbeitsrechte nach dem Standard der Internationalen Arbeitsorganisation. Und aber im Anhang steht dann eine Liste, welche der ILO-Arbeitsrechtsnormen die jeweiligen drei Staaten ratifiziert haben bzw. nicht ratifiziert haben. Und da stehen ja die USA ganz weit vorne in der Nichtratifizierung. Und da heißt es dann am Schluss dieser Aufstellung, die drei Vertragspartner erkennen den jeweiligen Rechtsstatus in den anderen Staaten an. Das heißt also, in der Präambel kann stehen, wir orientieren uns an den ILO-Arbeitsrechten. Und am Ende, wenn es konkret wird, steht dann da, ja, wir anerkennen den Status an, wie die jeweiligen Staaten ihn eben handhaben möchten. Das heißt dann, dass die Staaten dann sozusagen Wettbewerbsvorteil haben, die weniger Arbeitnehmerrechte haben und dass es dann eher einen Abwärtswettbewerb fördert. Ja, selbst denn weniger Arbeitsrechte, wozu ja auch Gewerkschaftsrechte gehören, desto billiger ist natürlich die Produktion. Das ist klar, wenn man ohne große Probleme Arbeitnehmer ohne Kündigungsschutz rauswerfen kann, wenn man keine Mindestlöhne festlegen muss und so weiter. Natürlich hat man dann einen Vorteil. Ein Punkt, an dem die EU ja besonders sich klammern will, wie es aussieht, ist diese Schiedsgerichtsbarkeit, die man bei TTIP dabei haben will. Welche Ja. Erfahrungen gibt es denn bisher mit Schiedsgerichten bei internationalen Handelsverträgen? Also diese privaten Schiedsgerichte, die sind schon sehr viel älter und
und umfangreicher, als es die jetzt anhand des TTIP aufgewachten kritischen Bürger in der Regel wissen. Also bei der Weltbank gibt es seit Ende der 40er Jahre, also seit über 70 Jahren schon ein privates Schiedsgericht als Standort. Und da sind Tausende von Investitionsschutzklagen von Unternehmen gegen Staaten vorgebracht worden, entschieden worden. Und dieses Schiedsgericht bei der Weltbank, das funktioniert ja bis heute. Dort verklagt ja beispielsweise der schwedische Atomkonzern Vattenfall die Bundesrepublik Deutschland jetzt wegen auf über 3 Milliarden Schadenersatz, weil durch die von der Bundeskanzlerin Merkel beschlossene Energiewende dem Konzern Vattenfall wegen der vorzeitigen Abschaltung von zwei Atomkraftwerken eben dieser Schadenersatz zustehe. Und das heißt also, wie ich schon gesagt habe, diese Schiedsgerichte gibt es schon lange. Sie waren auch oder sie sind ja, das läuft ja noch, dieses NAFTA-Abkommen, sie sind auch Bestandteil dieses Freihandelsabkommens NAFTA. Und dort wurden in den 20 Jahren mehrere Dutzend Investitionsschutzklagen von Konzernen eingereicht. In den meisten Fällen waren das amerikanische Unternehmen, die den Staat Kanada verklagt haben, weil dieser bei Fracking-Maßnahmen mit Fortgang dessen, was man da eben an Gefahren erkannt hat, Auflagen gemacht hat. Und da klagen jetzt eben amerikanische Konzerne auf entgangene Gewinne. Jetzt stelle ich mir das mit diesen internationalen Schiedsgerichten so vor, da muss es ja irgendwo einen Rechtsweg geben. Und so Handelsrecht ist ja nicht das höchstrangige Recht, was es gibt. Das muss man doch danach dann noch auch vor nationalen Gerichten überprüfen lassen können, bis zum Verfassungsgericht, auf die inwieweit dieser Schiedsspruch wiederum mit den Grundrechten vereinbar ist. Nein, diese privaten Schiedsgerichte sind also mit den Grundrechten, auch etwa dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, nicht vereinbar. Denn beispielsweise im Grundgesetz heißt es, dass privates Eigentum verpflichtet und bei übergeordnetem Interesse auch enteignet werden kann, wenn der Staat das im Interesse der Allgemeinheit für richtig hält. Dieser Verfassungsrang von Eigentum kann natürlich durch solche privaten Schiedsgerichte umgangen werden. Und die Alternative ist ja nicht privates internationales Schiedsgericht oder nationales staatliches Gericht. Es ist ja durchaus möglich, wie wir sehen, dass es auch staatliche Gerichte geben kann, wie zum Beispiel den Europäischen Gerichtshof. Und in diese Richtung müsste man denken, wenn überhaupt dann eben internationale, genau regulierte Gerichte auch für solche Fragen zu etablieren. Und das macht man aber nicht, sondern geht den von den Investoren verlangten Weg, private Schiedsgerichte zu etablieren. Und das verträgt sich mit, glaube ich, keiner einzigen Verfassung in der Bundesrepublik Deutschland, in der Europäischen Union. Ja, jetzt hören Sie mich wieder live in der Sendung Macht und Menschenrechte. Wir sind gleich wieder mit Herrn Rügemer verbunden. Rügemer. Ja, hier ist Sendung Macht und Menschenrechte, Reusing. Ja, alles klar. Okay, ich glaube, wir waren stehen geblieben. Das ist natürlich eine spannende Frage, wie man das wohl dann konstruieren will nach so einem Schiedsspruch, ob man das dann auf nationaler Ebene noch eingegrenzt kriegt. Beim EuGH macht man ja auch einen Umweg, lässt eine Frage EU-rechtlich klären, kommt
hat das dann EU-rechtlich verbindlich geklärt und kann auf nationaler Ebene dann vielleicht doch noch Grenzen setzen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei so einem Schiedsgericht vielleicht auch gehen wird. Wenn man es politisch wollte, dann könnte man das natürlich. Also wir wissen ja, wenn genügend Druck dahinter steht, dann wird auch ein internationaler Gerichtshof für bestimmte Fragen, die jetzt aus dem Jugoslawienkrieg entstanden sind, da kann man auch, wenn der politische Wille da ist, internationale Gerichte, ein Strafgerichtshof zum Beispiel eben bauen, oder es gibt die Vorschläge, die ich auch unterstützt habe, einen internationalen Gerichtshof für Wirtschaftsverbrechen auf die Beine zu stellen als eine Unterorganisation der UNO, wie es ja viele Unterorganisationen der UNO gibt, für Kultur, für Arbeitsrechte und so weiter. Wenn der politische Wille da wäre, dann wäre das alles möglich. Ist aber zu befürchten, dass man diese Schiedsgerichte praktisch so mit einer Instanz macht und dass man danach nicht mehr weiterkommt. Das gehört zu dieser Konstruktion dieser privaten Schiedsgerichte, dass eben erstens mal nur Investoren klagen dürfen und nicht die Staaten, dass die Verhandlungen geheim sind und dass es eben keine Widerspruchs- oder Revisionsmöglichkeit gibt, klar. In dem Was gibt es denn bis, Moment, in dem Verhandlungsmandat zu TTIP steht ja auch einiges zur Öffnung des Dienstleistungssektors, Textziffer 19 und 20 bei dem Verhandlungsmandat. Und was man ja ausdrücklich ausnehmen will, macht man durch einen Querverweis zu Artikel 1.3 GATS-Vertrag hoheitliche öffentliche Dienstleistungen, die noch nicht für den Wettbewerb geöffnet sind. Das würde ja dann heißen, dass man die ganze Daseinsvorsorge dann mit einbezieht und auch solche hoheitlichen, die man für den Wettbewerb schon geöffnet hat. Ja, sicherlich. Also das Bestreben der hinter dem TTIP stehenden Investoren, Banken, Konzerne ist es ja sowieso, immer weiter öffentliche Dienstleistungen, Unternehmen zu privatisieren. Das Bestreben der entscheidenden Akteure ist ja da. Und sie machen das ja auch jetzt schon, auch wenn es noch kein Freihandelsabkommen gibt. Und das heißt also, die entscheidenden Investoren, die wollen diese Möglichkeiten, die sie jetzt schon haben, eben nur ausgeweitet sehen. Also das wäre insofern kein wirklich neuer Schritt. Außer, dass es eben, man macht es dann transatlantisch, dass man es schlecht wieder zurückholen kann, ohne mit den USA in Streit zu geraten. Ja, sicher. Also das Problem, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch vor Gericht und vor allem bei privaten Gerichten geht es ja immer auch darum, wie gewichtig ist sozusagen die andere Seite und wie viele anderweitige Verpflichtungen bestehen noch zwischen den beiden Vertragspartnern. Und wir sehen das ja, welche unheimliche Angst etwa die deutsche Bundesregierung hat, die USA überhaupt einmal etwas kritisch anzufassen, wenn es beispielsweise um diese geheimdienstliche Erfassung deutscher Menschen, deutscher Unternehmen, deutscher Politiker, deutscher Minister und so weiter geht. Da traut sich ja sozusagen der deutsche Staat seine Rechtsmittel, auch seine einfach nur Möglichkeiten der rhetorischen Kritik überhaupt nur schöpfen, und das würde sich natürlich auch auswirken, wenn die USA als Gegner bei einem solchen Gerichtsverfahren da stünden, sei es in direkter Weise oder sei es eben als Schirmherr eines wichtigen amerikanischen Konzerns. Und hier geht es ja um mehr als nur um Abhorchen, hier geht es ja um Entschädigungssummen, die können ja existenziell sein. Ja. In dem Verhandlungsmandat sind auch nicht tarifäre Handelshemmnisse angesprochen.
Wo legt man sowas normalerweise eigentlich, wo legt man das fest, was solche nicht-tarifären Handelshemmnisse sind? Also, also alles, was durch das TTIP geregelt werden soll, ist ja schon mal in irgendwelchen anderen Vertragswerken auf andere Weise geregelt, sei es bilateral oder sei es in Verträgen oder in Anerkennungen von Rechten bei der UNO und oder beispielsweise ein nicht-tarifäres bisheriges Handelshemmnis ist oder wird von den Investoren betrachtet, eine zu scharfe Bekämpfung der Korruption im gegenseitigen Handels- und Konzernverkehr. Und die USA haben ja ihr Foreign Corrupt Practices Act, also ihr Gesetz zur Bekämpfung internationaler Korruption, vor einiger Zeit schon wieder abgeschwächt, weil sie das als ein Handelshemmnis angesehen haben. Denn sie haben gesagt, ja, wenn wir unsere Konzerne stärker wegen Korruption verfolgen und bestrafen, dann haben die ja einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Konzernen in anderen Staaten, die da nicht so heftig sind. Und ja, von daher finde ich, ist es auch schon mal eine interessante Aussage darüber, dass eben amerikanische Konzerne, ich meine, das unterscheidet sich jetzt nicht groß von europäischen, aber dass amerikanische Konzerne es tatsächlich als einen Wettbewerbsnachteil verstehen, wenn Korruption zu sehr bekämpft wird. Und ja, um solche Regelungen geht es, beispielsweise natürlich auch um Arbeitsrechte, auch das sind nicht-tarifäre, also nicht mit Zollfragen zusammenhängende Regulierungen oder beispielsweise Herkunftsbezeichnungsverpflichtungen, etwa bei Nahrungsmitteln. A, wo kommen sie her? Und B, was ist darin wirklich enthalten, genau bezeichnet? Auch da gibt es ja in verschiedenen Regionen, sei es in der NAFTA, sei es in der Europäischen Union, unterschiedliche schon bestehende Regulierungen. Und darüber würden solche Verhandlungen auch geführt werden. Das heißt, Verbraucherschutz könnte genauso gekippt werden, vielleicht auch strenge Umweltschutzvorschriften, die den Handel behindern Ja, oder das bitteschön. könnte so sein, aber wir haben auch deutliche Anzeichen dafür, dass beispielsweise die Europäische Kommission durchaus so, sagen wir mal, opportunistisch ist oder in dem Bestreben, dieses Abkommen mit den USA insgesamt durchzubringen, dass sie tatsächlich bei bestimmten Forderungen aus der Zivilgesellschaft nachgeben. Beispielsweise bei den viel beschworenen Chlorhühnchen, wo also in den USA die chemische Behandlung von Hühnern, Hühnerteilen sehr viel lascher ist als in Europa. Also ich glaube, da ist tatsächlich in der breiten Öffentlichkeit diese Behandlungsform von Hühnern in den USA so in Verruf geraten, dass eben die Europäische Kommission schon angedeutet hat, also gut, da werden wir keine Rückzieher machen, eben in dem Bestreben der Kritik, die sich jetzt beispielsweise auf diese Genfood und Nahrungsmittel und die Chlorhühnchen kapriziert, dem also den Wind aus den Segeln zu nehmen. Andere Frage wären Dinge wie Meisterordnung oder Berufsordnung von Freiberuflern.
die ja Qualitätswettbewerb sichern sollen. Das könnte man ja auch vielleicht als Handelshemmnis ansehen. Also im Prinzip werden natürlich solche Regelungen für Freiberufler sind, können nicht eine referente Handelshemmnis sein. Beispielsweise ne, in Deutschland können sich Künstler, wobei der Begriff Künstler sehr weit gefasst ist, für sehr viele freie Berufe gilt, also auch für Schriftsteller, für Designer und so weiter. Die können ja nach dem geltenden Recht in der Bundesrepublik Deutschland sich zu günstigen Bedingungen bei der staatlichen Künstlersozialkasse versichern. Und da könnte natürlich jemand kommen und sagen, also dieser staatlich subventionierte Versicherungsschutz für freie Berufe, das sehen wir als ein Handelshemmnis. Also theoretisch ist das natürlich möglich. Warum spricht man bei TTIP eigentlich auch von einer WirtschaftsnATO? Es ist ja leicht beobachtbar, dass wenn wir beispielsweise Osteuropa nehmen, die nachsozialistischen Ländern ja gleichzeitig Zielobjekte für die Mitgliedschaft sowohl in der Europäischen Union als auch in der NATO sind. Also da verfahren ja NATO und Europäische Union sozusagen im Geleitzug. Und das hat natürlich auch den Zweck, eine ökonomische, wirtschaftliche Mitgliedschaft auch militärisch abzusichern. Und gleichzeitig hat dieses gleichzeitige Vordringen der westlichen ökonomischen und der militärischen Macht auch noch den zusätzlichen Zweck, den Hauptgegner, weil es eben eine Weltmacht ist, Russland, militärisch zu umkreisen und in verschiedenster Hinsicht zu schwächen, ihm also Märkte abzunehmen, etwa auf dem Energie- und Gassektor. Und wir stellen ja auch fest, ich hatte schon gesagt, die USA verhandeln nicht nur mit der Europäischen Union, sondern auch mit 10 pazifischen Staaten, also 3 südamerikanischen und 7 ostasiatischen. Und da passiert ja auch, das hat ja auch seine militärische Begleiterscheinung, nämlich dass die USA ganz gezielt in diesem Raum, im asiatischen Raum, Militärbasen, also noch sehr viel mehr als bisher ohnehin schon hatten, ausbauen, ausweiten mit der strategischen Ausrichtung auf den größten ökonomischen Konkurrenten, auf China. Insofern kann man nicht nur bei dem TTIP von einer Wirtschafts-NATO sprechen, sondern die USA wollen auch eine nicht nur die europäische, sondern auch die asiatische Wirtschafts-NATO etablieren. Das bedeutet Ausdehnung des Handelsraums, parallel dazu Ausdehnung auch von militärischer Begleitung dazu. Ja, ja, also das ist ja im Prinzip nichts Neues. Also alle beispielsweise Ölquellen, die für die westlichen Staaten, insbesondere eben für die USA, zentral sind nach der Struktur ihrer Wirtschaft, die sind ja immer auch schon militärisch abgesichert worden, beziehungsweise da sind ja nicht nur militärische Sicherungen eingebaut worden, sondern da wurden ja auch Regierungen abgesetzt, Diktatoren eingesetzt mit Hilfe von Geheimdiensten und Militär. Also ich erinnere an
den Beginn nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Absetzung der parlamentarisch demokratisch gewählten Regierung damaligen Persien. Da wurde die Regierung, die dann von Mossadegh gebildet wurde, und die englischen Ölförder Unternehmen verstaatlichen wollte. Diese Regierung wurde umgehend von den beiden Großmächten Großbritannien und USA geheimdienstlich und militärisch gestürzt. Und so wurde ja auch in anderen Ländern vorgegangen, beispielsweise deswegen wurden ja die Scheichtümer, die arabischen Öl Länder ebenfalls militärisch aufgerüstet und werden durch die entsprechenden Einsatzpläne der amerikanischen Marine und so weiter besonders geschützt. Was können denn die Bürger tun, wenn sie sich engagieren wollen wegen TTIP für Transparenz oder auch wenn sie es verhindern wollen? Ja, also ich glaube, dass durch dieses TTIP viele Menschen schrittweise aufwachen und merken, was eigentlich schon seit längerem gespielt wird und was sie gar nicht mitbekommen haben. Beispielsweise, dass es diese privaten Schiedsgerichte schon seit Jahrzehnten gibt, auch dass sie beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland schon 250 Verträge seit 2003, 2004 bestehen nach dem Muster Public-Private Partnership, wo es ja auch in Verbindung mit der Geheimhaltung dieser Verträge auch für den Konfliktfall zum Standard gehört, dass diese Verträge also eine Klausel enthalten: Im Streitfall gehen die beiden Partner, entweder der Investor oder beispielsweise die Stadt, nicht vor ein ordentliches staatliches Gericht, sondern bilden ein solches privates Schiedsgericht. Das heißt also, die Bürger könnten heute schon in den Städten, wo solche PPP-Verträge gemacht worden sind, in Köln, in München, in Stuttgart, in Berlin und so weiter, auf die Straße gehen und sagen: Wir wollen jetzt erstens mal diese geheimen PPP-Verträge vorgelegt bekommen und wir wollen, dass aus diesen Verträgen diese Schiedsgerichtsklausel gestrichen wird. Beispielsweise könnte man das schon in vielen Städten machen. Und Und ich glaube aber, die Bürger müssen sich wehren, auch ohne dass es jetzt konkret um dieses TTIP geht, sondern die Verschlechterungen, die mit TTIP noch verstärkt würden, das sind ja jetzt schon im Gange. Also beispielsweise eben die Verarmung durch niedrig bezahlte Arbeitsplätze, von denen man nicht leben kann. Also da gibt es ja schon genügend Ansatzpunkte, um sich jetzt schon gegen solche Entwicklungen zu wehren. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass zum Versprechen des TTIP ja gehört, dass 100.000 Arbeitsplätze neu geschaffen werden in Deutschland im Laufe der nächsten 10 Jahre. Aber es wird ja nicht gesagt, wie diese Arbeitsplätze aussehen. Und es wird nicht gesagt, dass natürlich die Investoren darauf dringen, dass dies nicht hochbezahlte Arbeitsplätze sein werden, sondern eher niedrig bezahlte. Das heißt also, auch jetzt schon können die Bürger sich gegen diese Entwicklungen, die mit dem TTIP verbunden sind, schon jetzt wehren, wenn sie sich gegen niedrig bezahlte, prekäre Arbeitsbedingungen wenden. Das heißt für Mindestlöhne und gegen vergleichbare Verträge, wo Schiedsgerichtsklauseln mit Investoren drin sind, jetzt schon vorgehen? Und gibt es denn Kampagnen, wo man gegen TTIP das Ja, macht? natürlich gibt es schon eine ganze Reihe von Organisationen, die je nach ihrem Schwerpunkt
Aufrufe gegen das TTIP veröffentlicht haben, die man dann auch unterzeichnen kann. Da haben schon Hunderttausende das unterzeichnet. Läuft ja auch heute alles leicht im Internet. Und auch ich selbst habe mit einigen Kollegen zusammen einen eigenen Aufruf verfasst unter dem Motto Arbeitsrechte und Arbeitsplätze sichern, TTIP stoppen. Also wir haben diesen Aspekt der Arbeitsrechte und der Arbeitsplätze hervorgehoben. Und da haben wir gesehen, dass innerhalb und außerhalb der Gewerkschaften ein Bewusstsein sehr schnell jetzt gewachsen ist. Auch in der bisherigen TTIP-Kritik, da fehlte das eigentlich mit den Arbeitsplätzen, dass die auch betroffen sein werden. Und da bekommen jetzt diejenigen, die mit mir zusammen diese Unterschriftenliste wegen der Arbeitsrechte initiiert haben. Wir bekommen jetzt viele Einladungen zu Veranstaltungen und so weiter. Und die Gewerkschaften freuen sich, dass jetzt endlich auch mal jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Also, ne, es gibt die verschiedensten Zugänge, um gegen das TTIP zu protestieren. Und ich glaube, dass es durchaus Chancen gibt, das zu verhindern. Noch eine Frage hätte ich. Wie ist aktuell der Stand bezüglich des Zeitrahmens, wann das beschlossen werden soll? Also die beiden Verhandlungspartner haben ja angekündigt, dass bis Ende 2014 ein fertiges Vertragswerk vorliegen soll, ausverhandelt sein soll. Das steht aber sehr in Frage, ob dieser Zeitplan erfüllt wird, einmal wegen der bald wieder anstehenden Präsidentschaftswahl in den USA, wegen der Uneinigkeit im amerikanischen Kongress genau zu diesem TTIP und aber auch wegen des wachsenden Widerstands in Europa, vor allem in der Bundesrepublik. Also der Zeitplan wird auf jeden Fall durcheinander kommen und die Erstellung eines zwischen den geheimen Vertragsverhandlungspartnern erstelltes Endvertragswerk bedeutet ja noch überhaupt nicht, dass es schon in Kraft tritt. Denn das muss ja dann noch vom Europäischen Parlament ratifiziert werden oder abgelehnt werden. Und da könnte es sein, dass es dann keine Mehrheit findet, obwohl das natürlich fraglich ist. Aber es könnte natürlich auch sein, dass mehrere Klagen in verschiedenen Staaten eingereicht werden bei den nationalen Verfassungsgerichten, dass eine so im Geheimen und nicht von den Nationalstaaten oder ohne ihre Beteiligung ausgehandeltes Vertragswerk sowieso verfassungswidrig ist. Und dann könnte sich das Gültigwerden sowieso noch weiter in die Länge ziehen. Es gibt ja noch die Debatte, ob nicht die nationalen Parlamente auch zustimmen müssen, wenn es mehr enthält, als eigentlich EU-Handelsrecht ist. Ja, die Debatte gibt es, aber es gibt keine Festlegung. Und beispielsweise gibt es auch keine Forderung überhaupt, etwa der deutschen Bundesregierung oder der beiden Regierungsparteien, dass das im deutschen Parlament überhaupt darüber abgestimmt werden soll. Das wird ja nicht mal verlangt. Das heißt, Also, es ist ja. also nicht unwahrscheinlich, dass der Bundestag überhaupt nicht gefragt wird. Es ist nicht unwahrscheinlich. Also auch das hängt ja noch oder auch von dem tatsächlichen Vertragswerk ab. In dem werden ja auch, also in jedem Vertragswerk werden ja am Ende die Modalitäten festgelegt, nach denen es wirksam und rechtsgültig wird. Und da können ja in den Verhandlungen, und soweit ist man ja noch überhaupt nicht, dann festgelegt werden, ob beispielsweise nur das Europäische Parlament darüber befinden soll oder ob darüber nationale Parlamente.
befinden sollen und beispielsweise, ob es schon ausreicht, wenn ein nationales Parlament das dann ablehnen würde oder ob zwei oder drei oder vier oder eine bestimmte Prozentzahl notwendig würde. All das muss ja in dem Vertragswerk am Ende stehen. Mit welchen Modalitäten wird der Vertrag wirksam? Und dazu gibt es noch überhaupt keinen Beschluss. Ja, ganz herzlichen Dank für das Interview und den Überblick über TTIP. Ja, gerne. Ich hoffe, diese Unterbrechung, haben Sie die irgendwie überbrücken können oder? Die Unterbrechung werden wir hinterher rausschneiden, bevor wir es hochladen. Okay, ja, gut. Alles klar, ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Tschüss. Ja, und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren internationalen Zuhörern. Wenn ich auf unseren Blog schaue, nehme ich an, dass wir Zuhörer gehabt haben, mit Sicherheit aus Deutschland, aber wie es aussieht, auch aus den Vereinigten Staaten, Schweden, Griechenland, Thailand, Indien und Russland. Wenn ich jetzt von unserem Politikblog, wo man den Stream mithören kann, ausgehe, und ich denke, die meisten werden wahrscheinlich über jungledrum.de Webseite mitgehört haben. Ja, herzlichen Dank. Die nächste Sendung wird sein am zweiten Donnerstag im Mai, auch wieder ab 19 Uhr auf jungledrum.de Radio, Sie hören jetzt noch ein Musikstück zum Ende der Sendung. Ich darf mich bei Ihnen schon mal verabschieden.